Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Endlich komme ich nun dazu. Ben Romach, Speyside Single Malt Scotch Whiskey, Vintage 2013, 2023 abgefüllt. Jetzt hier haben wir Cask Strength Batch Number 1 mit 59,7% Alkohol. Das hat hier praktisch den alten Ben Romach 100 Proof abgelöst. Mittlerweile hat Signature Vintage die 100 Proof Serie rausgebracht. Und ja, ich habe Ben Romach hier, Whiskey Base 234005. So, der Preis, der für mich gültig ist, sage ich einmal, das ist der Preis, den ich das auch hier mitgeteilt habe. Das war 68,90 €. Allerdings, wenn ich online schaue, jetzt hier bei Whiskey Base, ich sehe ja einen Shop, der hat den schon für 59,90 € im Angebot. Warum? Weil diese Sache wurde abgefüllt am 9. Februar 2023. Und wenn ich ein Jahr später rechne, vielleicht am 9. Februar 2024, wurde die nächste Flasche schon hier abgefüllt und man versucht dann da Platz zu machen. Okay, wir machen heute anders. Ich habe nichts zu vergleichen. Ich finde nichts, mit dem ich das hier adäquat vergleichen kann. Deshalb gibt es mein Whisky-Verkostungsvideo nur um den Ben Romach Cask Strength hier aus dem Jahr, Batch 1 aus dem Jahr 2023. So, Ben Romach ist der einzige Brennerei, bis auf jetzt hier Brora, die immer torfige Whisky benutzen in der Speyside, laut mein Büchlein hier. Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht. Nun, du sagst aber, Jason, was ist mit Ardmore? Es gibt auch Ardmore, wo es produziert wird, ohne Torf, ja. Also für Blends und so weiter. Und von daher, ja, nur Broder und Ben Romach benutzen exklusiv immer getorfte Gerste. Und meistens, wenn es nicht die eine, wenn es nicht die 2 Wochen im Jahr sind, wo sie die Heavily Peated benutzt, ist es zwischen 10 und 12%. Wem gehört das hier, unser Ben Romach? Das ist Gordon MacPhail. Wir Freaks, wir Geeks, wir Connoisseurs sagen immer wieder zu Ben Romach, zu Gordon MacPhail, bitte gib uns 46%, bitte gib uns 46%, bitte gib uns Non-Chill Filtered, bitte gib uns natürliche Farbe. Das haben wir hier. Wir haben hier tatsächlich exclusively First Fill Cask Matured. Und das ist auch etwas, was wichtig ist bei Ben Romach. Die benutzen die Fässer nur einmal. Also hier ist First Fill Bourbon drin und hier ist First Fill Sherry drin. Cool. Sehr, sehr, sehr schön. Und wenn man den für 65 € da abschießen kann, kann sein, dass man eine sehr, sehr schöne Produkt hat. Ich werde ein bisschen Zeit damit verbringen. Erstmal eine Nase. Also Rauch ist leicht, die 59,7% kaum spürbar an der Nase. Bisschen Gerstenzucker, ein bisschen Holz, ein bisschen fruchtige Rosinen, rote Grütze Moment. Und da ist ein leichter Unterton von Räucherkammer. So, meine Frage des Tages ist, und eigentlich musste ich das herausfinden können, woher bezieht Ben Romach ihre getorfte Gerste? Ja, ich finde dazu nichts. Also falls ihr da eine Ahnung habt, wo genau ihre Gerste herkommt, Floor Maltings, nein. Keine Ahnung. Alles Handarbeit. Sehr, sehr gut, was sie da tun. Und wenn man ein bisschen schaut, war in Speyside auch, bevor es dann Steinkohle gab, bevor es dann Öl und bevor es dann Natur, also Erdgas gab, gab es Torf, mit dem man gearbeitet hat, um aus Heizwärmequelle dann dort auch zu melzen damals. Leichte Zitrusnoten, aber ein schöner, schöner Whisky. Cheers, 57,9%. Ein bisschen Wasser darf ich doch dazu nehmen.
Ich bin zu schwach. Oh. Holz, rote Grütze, Beeren, Sherry, Rauch, der Rauch bleibt, also Alkohol verschwindet, Rauch bleibt, aber wirklich nicht, kein Octomore, kein jetzt hier Port Charlotte, kein In Your Face hier, kein Artbeck, sondern schön. Es hat schon dieses Old School Charakter. Das ist das, was Ben Romach versucht zu tun. Das ist das, was Ben Romach echt gut macht. Also, was haben wir jetzt hier? 1993 kaufte Gordon MacPhail damals Ben Romach. Vor 31 Jahren. Also, Gordon MacPhail sind schon, was das angeht, sehr visionär und Vorreiter. Es hat fast 5 Jahre gedauert, bis 1998, dass die Brennerei so weit war, wieder geöffnet zu werden. Und die wollen das dann so machen, wie es sein soll. Ganz wenig Computer, dann falls überhaupt da ein Einsatz. Alles mit der Hand, also alles First-Fill-Fässern. Alles hochwertige, qualitative Zutaten. Denn Romach macht einiges richtig. Und für 65 Euro. Für eine 10 Jahre alte Fassstärke Whisky, das ist nicht noch 10 Jahre als ein Vintage, ein Jahrgangswhisky, 2019, also 2013, das ist schon eine richtig, richtig gute Sache. Bisschen nussig hier. Bisschen hier dieser Lagerfeuer-Moment mit Treibholz. Gut, mit Wasser. Wow. Mit Wasser ist das, der Sherry kommt mehr durch. Der Torf ist ein kleines bisschen zurückgebildet, runterverdünnt. Der Alkoholschärfe ist nur ein leichter Moment hinten raus. Da ist ein bisschen Säure mit da drin. Aber die Süß-Sauer-Kombi hier ist absolut richtig. Also, ich finde hier, bis auf die Tatsache, dass ich zu schwach bin hier für unsere 59,7%, kaum ein Fehler. Für ein rauchiger Whisky ist das ein 2 minus 3 plus. Preislich 65 Euro, 10 Jahre alt, Fassstärke. Ein 3 bis 3 plus Whisky. Wenn ich ein Liebhaber wäre vom Torf, vom rauchigen Momente, würde ich wahrscheinlich hier ständig zurückgreifen dazu. Das ist tierisch gute Whisky. Ich habe nichts auszusetzen. So, wie ich sagte, 2 minus, 3 plus Geschmack und auch dein 3 plus für ein Preis-Leistung. Bravo! Meine Frage des Tages ist, was kennt ihr, was mit dem Ben Romach Batch, Cask Strength Batch Nummer 1 mithalten kann? Und meine zweite Frage ist, von Ben Romach, welches Produkt findet ihr am besten? Der 10er, absolut gut, der 15er, super schön. Es gibt ab und zu mal Einzelfässer für Deutschland, die waren mega. Also gerade wo der Ex-Bourbon nur drin war. Und auch der Cask Strength Batch Nummer 1 war auch gut. So, Jason ist mehr als zufrieden und sehr, sehr zu empfehlen hier Ben Romach. Vielen Dank, dass er liked, vielen Dank, dass er dann dort immer wieder teilt und kommentiert und ich freue mich, euch immer wieder hier zu sehen. Die Flasche wurde gänzlich durch meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe geteilt. Es lohnt sich dabei zu sein. Ich teile ab und zu mal rauchige Whiskys. Ich teile schottische Whiskys, irische Whiskys, Bourbons, deutsche Whiskys, Weltwhiskys, japanische Whiskys und. So, von daher lohnt sich dabei zu sein. Alles Gute euch. Bis dahin, Whisky Jason. Ciao.